Mein Name ist Esther Christmann. Ich arbeite für die Stadt Regensburg im Jugendmedienschutz, präventiver Jugendmedienschutz und bin freiberufliche Medienpädagogin. Mein aktuelles Lieblingsprojekt ist die Q11 eines Regensburger Gymnasiums, mit denen ich jetzt sozusagen und der Lehrkraft Medienkunde macht. Das heißt, ich bereite die vor, dass die mit den sechsten Klassen Workshops durchführen. Habe mit denen auch heute eine App-Rallye veranstaltet für Fachkräfte und es war super. Ich habe das Gefühl, dass die Themen sich, also gerade jetzt bei uns im Jugendmedienschutz, sich nicht verändern, nur die Art und Weise, wie die Themen wahrgenommen werden, verändern sich. Also ich bearbeite ja oft die gleichen Themen, die wahrscheinlich schon vor 20 Jahren bearbeitet wurden oder vor 10 Jahren. Das Thema Mobbing ist natürlich jetzt Cybermobbing, aber das Thema ist ja das Gleiche. Also die Grundprinzipien bleiben meines Erachtens gleich. Und ich kann mir gerade schlecht vorstellen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass man lockerer werden muss, was diese ganzen Themen betrifft und offener werden muss für die ganzen neuen Medien. Nicht immer den Druck haben muss, dass man alles wissen muss und dabei bleiben muss. Ist natürlich ein heiß diskutiertes Feld. Also ich muss mich selbst auch immer wieder wegbringen von diesen Gefährdungen, mit denen man dann tagtäglich zu tun hat und muss dann wieder einen offenen oder offeneren Blick drauf kriegen. Aber es klappt schon. Ich glaube, auch da muss man einfach lockerer werden mit dem, was Gefahren ausmachen. Meiner Erfahrung nach, wenn ich Jugendliche beobachte oder mit Jugendlichen arbeite, sind Jugendliche, die diesen Gefährdungen extrem ausgesetzt sind, gerade Gefährdungen jetzt im Internet, Facebook, sind Jugendliche, die auch so wahnsinnig große Probleme haben. Das sind die, die uns auffallen und wir haben manchmal so das Gefühl, das ist die breite Masse und ich glaube, wir müssen, oder ich, meine Meinung ist, dass Jugendliche eigentlich schon eine ganz gute Wertevorstellung haben. Und dass man da auch darauf vertrauen kann und dass die Jugendlichen, die Probleme haben, auch hier große Probleme haben und machen.